sind das Volk! Wir 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 sind das Volk! Meine liebe Freunde, ich würde jetzt unseren Fraktionsvorsitzenden, Herrn Höcke, bitten, zu uns zu sprechen. Ich bedanke mich nochmal als Veranstaltungsmensch. Ihr wart einfach spitze, dass 5000 oder mehr Leute so anständig funktionieren und Disziplin haben. Das ist nicht selbstverständlich. Da können sich unsere Nachbarn da hinten die Scheibe abschneiden. Bitte, lieber Björn. Liebe Thüringer, liebe Deutsche, trotz der niederträchtigen Attacken der Altparteienpolitiker, trotz der einseitigen und verleumderischen Presseberichterstattung, seid ihr wieder hier in Erfurt gekommen. Das nenne ich Mut, das nenne ich wahre Zivilcourage, liebe Freunde. Im Übrigen bin ich der Meinung, um das direkt zu Beginn meiner Rede klarzustellen, dass die Bundeskanzlerin Frau Dr. Merkel sofort in den unverdienten Ruhestand geschickt werden muss. Dass sich ein unerträglicher Zustand eingestellt hat. Das, was wir denken und fühlen und das, was wir vielleicht im engsten Familienkreis oder im engsten Freundeskreis uns auch auszusprechen wagen und das, was wir hier auf einem öffentlichen Platz zum Besten geben würden, klafft meilenweit auseinander. Die Meinungsfreiheit in diesem Lande ist nicht nur bedroht, sie ist existenziell gefährdet. Wir müssen sie für unser Volk zurückerobern. Um der bedrohten Meinungsfreiheit in diesem Lande beizuspringen, sind Demonstrationen jetzt das erste Mittel, das wir anzuwenden haben. Wir brauchen die Demonstration, wir brauchen den Druck der Straße, um dieses Land für unser Volk zurückzugewinnen. Die AfD ist angetreten, unsere erstarrte Parteiendemokratie für unser Volk zurückzugewinnen. Die AfD ist für mich eine bürgerlich-patriotische Kraft. Und diese bürgerlich-patriotische Kraft ist eine politische Kraft der Rechtsstaatlichkeit. Wir sind nicht gegen den Rechtsstaat, wir verteidigen den Rechtsstaat gegen seine Gegner und Feinde, liebe Freunde. Gewalt kann für uns niemals ein Mittel zur Durchsetzung unserer politischen Ziele sein. Demonstrationen dieser Größenordnung durchzuführen, das ist ein ganz schwieriges Unterfangen, das wissen wir. Es kommt zu Provokationen, zunächst einmal von außen.
Es ist unerträglich. Und das habe ich zumindest am letzten Mittwoch gesehen. Es ist unerträglich, dass Abgeordnete des Thüringer Landtags sich als Demonstrationsverhinderer hier instrumentalisieren lassen. Dass ich diese Volksvertreter besonders wohlfühlten vor einem Banner mit der Aufschrift Nie wieder Deutschland. Ich habe diese Volksvertreter deswegen im Landtag als Grundrechtsschänder bezeichnet. Ich einen Ordnungsruf erhalten, nicht wahr? Aber ich frage mich, was sind Sie denn, diese Volksvertreter, wenn Sie die Ausübung des im Grundgesetz niedergelegten Versammlungsrechts zu verhindern trachten? Ja, Sie sind Grundrechtsschänder!